Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es heute um Denise. Ja, genau, um Denise. Wer zum Geier ist Denise? Und zwar habe ich Denise entdeckt im Internet. Dazu rufe ich mal den Browser meiner Wahl aus und gebe mal ein Denise Commodore C64. Ja, man sollte Commodore richtig schreiben und dann findet man auch Denise. Denise Downloads ist ein Open Source Projekt zum kostenlosen Download. Und zwar ist es ein C64 Emulator, eigentlich ja ähnlich wie Vice. Irgendwann, das ist so der bekannteste Emulator für Commodore 64 oder generell für Commodore Computer. Und Denise soll da noch ein Stückchen weit besser sein, beziehungsweise eine gute Alternative, falls es doch mal an der einen oder anderen Stelle mit Vice nicht funktioniert, hat man hier die Möglichkeit, Denise zu benutzen. Ja, an dem Zeichen kann man ungefähr schon erahnen, worum es da geht, um Commodore. Hier sind ein paar Vorschaubilder, wie das Ganze in etwa aussehen wird. Ja, erkennt man schon, aber man hat hier noch wesentlich viel mehr Einstellmöglichkeiten, um auch den alten Look and Feel Charakter hinzubekommen. Und wie man hier auch schon sieht, der Amiga wird auch noch unterstützt. Ja, aber mir geht es ja eigentlich nur um den Commodore C64. Und hier hat man dann dementsprechend diverse Einstellmöglichkeiten. Ich lade das mal hinunter, beziehungsweise lade es nicht herunter, denn das habe ich schon getan. Gehen wir in mein Downloads-Verzeichnis und hier hätten wir Denise als tar.gz und auch speziell für Ubuntu wohl geeignet. Ja, gibt auch eine Windows-Version und meine ich noch eine Mac-Version, aber uns interessiert dann dementsprechend ja nur die Linux-Version. Hier packe die Geschichte, zacki zacki, da wäre er schon fertig. So, da ich keine Ahnung habe, wie man das installiert, mache ich mir da erstmal schlau, was steht hier geschrieben. Unter README, thanks, ja, fix, okay. Das sind die einzelnen Versionen. Dann Bugfix, hier ein Bugfix, also das Projekt lebt. Also hier kann ich schon mal nicht zur Installation lesen. Hier hätten wir eine install.sh-Datei. Ich schaue mal eben nach, ob die ausführbar ist, weil ich denke mal, ausführbar sollte die schon sein. Und Lizenz können wir einmal ganz kurz gucken. Freeware. Okay, das ist eine ganz normale GNU-Lizenz. Ja, ich öffne mal ein Terminal und versuche mal das Ganze zu installieren. Also wenn ihr das Video seht, dann wenn das Video online geht, dann hat es funktioniert. Und wenn nicht, ja, dann hat es nicht funktioniert. Das kann ich schon mal vorweg verraten. Warum geht das jetzt hier nicht größer? Weil ich die falsche Taste drücke. So, ich gehe hinein in... Ne, ich mache erstmal ein Update. Ich habe vorhin schon eine Meldung. Ich habe hier einen schönen Kürzel eingebaut mit up. Und kann jetzt sudo apt update ausführen. Und ohne etwas weiter einzugeben, wie von Zauberhand, wird auch ein Upgrade ausgeführt. Ich hätte noch einen Minus Y dann beipacken können, dann wird das auch automatisch durchstarten. Ja, das warten wir eben nochmal ab. Ich hoffe, er möchte keinen Neustart. Was macht er denn überhaupt hier? Ja, Tuxedo OS habe ich drauf. Das entspricht Ubuntu 22.04 Point Release 2. Ich schaue mal eben, was hier alles so abgedatet wird. Oh, VirtualBox, das ist schon mal gut. Systemd, Pulse Audio, ja, Google noch mit dabei. X-Server, jawohl. Ja, das klingt doch alles hier ganz gut. Das ist das Schöne hier an Linux. Da kann man alles so ein bisschen nachvollziehen, was da so im Einzelnen passiert. Oh, scheint etwas Größeres zu sein. 32%, okay, wenn ein ganzes Google-Paket runtergeladen wird, dann kann das einen Moment dauern. So viel Zeit muss sein. Safety first. Und der Firefox auch nochmal abgedatet. Ja, hier ist immer richtig was los auf der Linux-Distro. Und Kernel 6.2 kriegt auch nochmal ein Update. Sieht das so aus? So, wenn ich jetzt eingebe Rechner,
Dann bekomme ich ein paar Informationen. Kernel 6.2, ja. 1005 hat auch ein kleines Update bekommen. Prima. Gut, ich wechsle jetzt, wie gesagt, ins Verzeichnis Downloads. Da wären wir drin. Übersicht so. Genau, und ich möchte Denise. Wo haben wir Denise? Genau, ich muss erstmal in den Ordner rein. Denise. Da wären wir drin. LS. So, und da hätten wir die Datei install.sh. Oder kann man direkt Denise hier ausführen? Was ist das denn für eine Datei? Die ist ausführbar. Was passiert denn, wenn ich einfach mal sage ausführen? Nee, das geht nicht. Oh, geht doch. Ah, boah, ich kann die installieren. Okay. Dann starten wir das halt eben so. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Ich gucke mal über Settings, ob ich vielleicht das Ganze noch auf Deutsch stellen kann. Nicht. Sieht erstmal nicht so aus. Okay. Also so kann man auf jeden Fall Denise schon mal starten. Aber ich probiere trotzdem mal den Install-Weg. Wenn ich jetzt eingebe SH, Install SH. Ach, jetzt braucht er bestimmt Ruhe, oder? Ich mache mal eben Nein, abbrechen. Und da braucht er bestimmt ein Sudo davor. Ich mache das Fenster mal hier dann. Wenn das so ganz unten ist, kann man das, finde ich, immer schlecht sehen im Video. So, jetzt machen wir Y. Und starten einfach mal Installationsprozess, weil schön wäre natürlich auch, wenn man ein Icon hätte. Da, ja, das sieht doch schon gleich besser aus. Jetzt haben wir das Ganze sogar mit Icon. Mit Icon. Und kann das dann direkt hier drüber starten. Und habe das Ganze auch noch auf Deutsch. Ja, dann kann ich jedem nur diesen Weg hier empfehlen. Das Ganze auch über die install.sh-Datei zu installieren. So, wie funktioniert Denise? Keine Ahnung. Ich muss mich da selber erstmal hineinfuchsen. Hier hätten wir ein Hard Reset, Soft Reset. Mein Hard Reset ist klar, als ob man den Commodore 64 aus- und wieder anmachen würde. Mein Power Button. Und das wäre hier ein virtueller Reset-Knopf. Ich gehe mal auf Software laden. Ich habe hier so ein paar Software-Geschichten, habe ich nicht ohne Probleme laden können. Wir bleiben mal bei Gianna Sister. Und ich sage ihm einfach mal, ja, Autostart oder VDT Autostart, das weiß ich nicht. Oder ich gehe einfach mal auf Einlegen, also Mounten. Aha, okay. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen überfragt, was ich da jetzt eingebe. Steckmodul, ja. CRT ist dieses Cartbridge, das ist so ein Steckmodul. Modul starten. Einfach mal Modul starten. Simsalabim. Es funktioniert. Ich muss feststellen, die Farben sehen jetzt hier ein wenig sehr intensiv aus. Ich höre auch keinen Sound. Doch, da wäre der Sound. Ich drücke Alt Enter. Passiert nichts. Ein Vollbild wäre natürlich nicht schlecht. Machen wir mal einen Doppelklick. Funktioniert auch nicht. Das Scrolling ist ein bisschen ruckelig, aber es kann auch an OBS liegen. Hier hätten wir Vollbild. Jetzt habe ich natürlich keinen Joystick. Hineingestöpselt. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Alt F4. Ja, Alt F4 war vielleicht ein bisschen sehr radikal. Ich starte den Denise nochmal neu und versuche jetzt mal meinen Controller zu integrieren. Mein Controller wäre verbunden. Jetzt schaue ich mal unter Steuerung, ob er ihn findet. Ich sage ihm Joypad 1. Okay. Konfiguration. Hier kann man wirklich jede Menge einstellen. Oben, unten. Okay. Joypad 1. Aber weiß würde jetzt hier stehen Sony PlayStation Controller, so sinngemäß. Genau, und hier drüber kann man auch noch diverse
Farbeinstellung vornehmen. Also ich fand das Bild gerade ein bisschen sehr farbintensiv. Ich kann ja schon den Kontrast ein bisschen rausnehmen. Mit allen Einstellungen bin ich jetzt auch nicht so vertraut. VIC, das genau, VIC, das ist ja der ja die Grafikkarte, so nenne ich es einfach mal, vom C64er. Es gibt verschiedene PAL-Modis. Ich weiß gar nicht, was bei uns Standard war. PAL B. Ich denke mal, PAL B wird es wohl sein. Deswegen lasse ich es auch erstmal so. Ah, hier kann man so, kriegt man sofort einen direkten Einblick in den Speicher. Okay. So, hier Kontrast habe ich heruntergenommen. Ich gehe mal mit dem Gamma-Wert ein bisschen nach oben. Sagen wir mal ruhig so auf 120. Jetzt sehe ich schon, es hat sich hier nichts getan. Ah ja, jetzt sieht man etwas. Ach, ich muss genau in die andere Richtung. Okay, jetzt sieht man vielleicht, ich mache das Fenster mal ein bisschen kleiner. Kann man das ein bisschen kleiner machen? So, man kann doch hier ein bisschen mit dem Gamma-Wert spielen. Ich mache mal auf Zurücksetzen. So wäre es normal. Genau, dann muss ich mit dem Kontrast bestimmt in diese Richtung gehen. Mit dem Gamma-Wert in diese Richtung. So, dass man ungefähr so die Einstellung hat, die man früher auch hatte am Fernseher. Eigentlich waren die Farben schon früher etwas blasser. Ja, ich lasse es einfach mal so. So ungefähr kommen wir schon hin. Das Bild ist auf jeden Fall etwas heller geworden. Und irgendwo kann man auch die Einstellung speichern, habe ich gelesen. Ja, ich habe es mal gespeichert. Ich starte jetzt nochmal Gianna Sister, Software laden. Bei Capbridge, ich glaube Autostart hat der funktioniert. Ja, so sieht das Bild schon wesentlich besser aus. Die Farben sind nicht ganz so krass. Bin mal gespannt, ob der Joystick funktioniert. Tut er nicht. Das wäre natürlich schade, wenn es hieran scheitert. Ich stelle mal auf der Tastatur. 000, ach, hier stehen alle Buchstaben. Aha, Space-Taste wäre schon mal eine Art Feuerknopf. Die Pfeiltasten, die wären dementsprechend, ja, für den Joystick simulieren. Hilfe! Hilfe! Ah, oh, da muss da noch rein. Gut, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich beende Denise wieder. Ich muss sagen, von der Installation her, also ganz einfach, Denise. Macht auf den ersten Blick auch erstmal einen richtig guten Eindruck. Ich kann ja nochmal ein anderes Spiel testen. Mach nochmal Hard Reset. Ah, genau, ich muss das Modul entfernen. Das ist hier auch besser gelöst von der Bedienung her, dass man die Module dann ruckzuck dann ja, auswerfen kann. Interessant wären natürlich auch Spiele, die eine Nachladefunktion haben. Wie sich dann Denise verhält. Ich gehe nochmal auf Spiel laden. Hätte ich denn überhaupt so ein Spiel? Oder mehr Spiele habe ich nicht. Ja, Zack McCracken, genau. Das hat ja ganz viele Nachladefunktion und hier sogar mit Diskettenwechsel. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Hier steht Bootdisk. Ich weiß gar nicht, was ich anklicken muss. Ich denke mal hier, ne? Ich gehe einfach mal auf Autostart und lasse mich mal überraschen, was jetzt passiert. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ah, ich habe, glaube ich, keinen Warp eingestellt. Das kann natürlich sein, dass das jetzt lange dauert. Hier Steckmodul. Wenn ich ihm jetzt sage, hier ist ein Schnelllader drin. Ja, nehmen wir mal den, auswerfen, nee. Ich mache hier einfach mal einen Haken hinter, mal gucken, ob das schon reicht.
Sag ihn jetzt nochmal laden. Geh auf Second Boot, Autostart. Ach hier, Geschwindigkeit. Ah. Okay. Vielleicht hier drüber. Ich mache mal maximale Geschwindigkeit. Aha. Ich behaupte mal, das ging. So, jetzt wird es interessant. Wie kann ich jetzt von 1 auf 2 wechseln? Einlegen. Ich gehe einfach mal auf Einlegen. Und sag ihm Zack McCracken Dist 2. Ne, Dist 1 will er, ne? Einlegen. Drücke einfach mal Space. Er lädt. Ja, er lädt. Ah, so einfach ist das. Okay, jetzt muss ich natürlich mit der Geschwindigkeit runtergehen. Standard 100%, ne? Gut, ich erhöhe jetzt nochmal die Geschwindigkeit. Weil ich bin ja ungeduldig und kann nicht warten. Ah ne, da ist es schon. Wow, was für ein Traum. Ja. Dann würde ich sagen, auf los geht's los. Die Maus kann ich jetzt, mit der Maus kann ich nicht steuern. Mit der Tastatur. Okay, Tastatur und Space, denke ich mal. Ja, Schublade. Und das geht auch. Dann kann man sagen, öffne Schublade. Zack. Dann nimm. Ja, ist doch ein bisschen hakelig. Nimm Tröte. Dann können wir, weil wir sind ein ordentlicher Mensch. Schließe Schublade. Zack. Gut, was auch noch interessant wäre, wie kann ich jetzt abspeichern? Ich versuche mal die F-Tasten. F1 geht nicht. F2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wie kann ich jetzt abspeichern? Okay, ich hab's herausgefunden. Da muss ich tatsächlich jetzt googeln. Wenn man Shift F1 drückt, dann kommt man in dieses Spiel speichern Menü hinein. Vielleicht habe ich auch die falsche Taste gedrückt. Ich muss nicht Enter drücken, ich muss glaube ich Space drücken, Spiel laden. Ah, genau, da war gerade der Fehler. Ich habe einfach nur Enter gedrückt. Und sag ihm. Gut, mit dem Abspeichern funktioniert, Spiel starten geht, Diskettenwechsel funktioniert, Sound ist vorhanden. Ja, was will ich in dem Sinne mehr? Also die Grundfunktion von Denise, die sind eigentlich erstmal gegeben für mich. Ich kann Spiele spielen, so wie ich sie spielen möchte. Und über die ganzen weiteren Funktionen hier, ja, da muss ich mich auch jetzt selbst erstmal schlau machen, wie das jetzt hier genau im Einzelnen alles funktioniert. Das Schöne ist natürlich, es ist auf Deutsch, es macht einen soliden Eindruck. Und auch mit dem Quick-Menü hier, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gelöst. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative zu Weiß. Und ich werde dementsprechend das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher testen. Und bei Bedarf melde ich mich dann nochmal zurück und gebe ein weiteres Feedback zu Denise. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!